Hallöchen, wir sind ja heute leider mit der unglückseligen Aufgabe betraut, etwas Menschenbildnisse zu grinden. Für diesen Zweck dachte ich mir, mache ich ein bisschen Hintergrundmusik an. Ich habe sie extra etwas leiser gemacht, weil, um ehrlich zu sein, der Fokus liegt ja nicht auf der Musik. Der Fokus liegt auf dem Spiel. Und deshalb denke ich, nun ja, ein bisschen was im Hintergrund zu haben ist schon okay, aber es sollte nicht alles einnehmen. Und genau deshalb versuchen wir es einfach. Ich hoffe, dass das soweit okay ist, weil wir werden uns dann auch, na, lass mich, ja, wir werden die Sachen anbehalten. Dass wir die, ja, mehr Objekte finden. Das ist cool. Ring der Dornen. Nein, ich will mehr Objekte. Ja, er hat schon erwähnt, mehr Objekte. Und deshalb, wir haben jetzt ein bisschen Instrumentalmusik im Hintergrund. Die, nun ja, keine Probleme machen sollte wie moderne Musik, wo jeder seinen Anspruch auf hat, sondern denke, das erklärt sich von selbst, oder? Lasse mich aufsteigen, Lady. Lass mich Intelligenz auf 15 donnern. Ich denke, das ist okay. Und ansonsten, wir haben Rames Rüstung, wir haben unseren Helm. Oh, unser Covenant. Da war ja was. Covenant. Covenant. Ja, der ist wichtig. In diesem Fall ist er wichtig. Unfassbar wichtig. Deshalb, lass mich in die Gesellschaft. Lass mich in die Gesellschaft. Und dann geht's in den Schrein von Amana. Wie viel Damage macht das? 320. Aber ich fände es cool, mal damit zu finden, kämpfen. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Mein Mastodon, großes Schwert, darf ich das einfach so führen? Ja, nehmen wir das mal. Und dann in den Schrein von Amana. Zerfallene Ruinen, denke ich. Und dann gucken wir mal, dass wir so ein bisschen was an Land ziehen können. Dass wir da so ein bisschen was an Land ziehen können. Wächterdrachen Parma. Gut. Mehr Gegenstände. Au. Geh weg. Was für ein Scaling hast du überhaupt? Du hast eine AI-Scaling. Ist das dein Ernst? Das können wir halt nicht führen. Bitte was? Du machst nur 40? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Oder das gute alte Großschwert, hä? Wie wäre es damit? Das sieht einfach nur aus wie ein Klotz Metall. Da habt ihr designtechnisch in die Scheiße gegriffen, würde ich behaupten.
Geht weg. Ja, ein Blutungssteinchen. Woher wusstet ihr, dass ich ihn mir gewünscht habe? Das ist so nett. Und da wären wir eigentlich wieder bei unserem typischen Dex-Run angelangt. Um ehrlich zu sein, das tut mir leid, aber ich bitte euch. Was erwartet ihr? Wir verwenden ja schon Großschwerter und große Axt. Glitzerndes Titanit, Erzdrakenhelm. Ah, gib mir was anderes. Die Axt ist nicht so gut. Gib mir den Hammer. Stop! Hammer Time! Bitte, was visierst du da gerade an? Was hab ich da gerade anvisiert? Was habe ich da gerade anvisiert? Das ist doch. Nein, nicht den Hammer. Hammer des Eisenkönigs? Nein. Hammer der heiligen Glocke? Ich kann ihn tragen. Interessant. Yorks Speer. Finsterne Sense, Hellebarde plus 7, Mastodon-Hellebarde. Warum sind die alle so kacke? Warum sind hier alle Sachen so kacke am Ende? Der erhöht meine Gewandtheit. Interessant. Wirklich interessant. Okay, nehmen wir wieder unser richtiges Schwert und dann geht weg. Am besten geht ihr dahin, wo ihr herkommt. Danke. Und wahrscheinlich werde ich das jetzt immer machen, wenn ich hier irgendwas grinden muss. Sofern sich nicht YouTube daran stört oder sonst irgendwer, würde ich sagen, dass das für uns alle das Beste ist. Weil ich langweile mich nicht. Ich denke mir nicht, oh, ich könnte das so viel besser anders machen und sagen, dass die Folge, sagen, dass das verschollen ist oder so. Der Drang ist da, weil in dem Fall könnte ich nämlich einfach vernünftig Musik hören und müsste mich nicht hindurchquälen ohne Musik. Das macht den Dark Souls echt manchmal echt schwierig. Noch! Du Haufenscheiße! Jetzt geht ihr mir schon beim Grinden auf den Sack. Oh. Aber die Rüstung ist auch nicht gut. Unsere Rüstung ist auch nicht solide. Welche Rüstung ist halt besser? In dem Fall. Lass mich das so tragen und dann gucken wir. Stirb. Ihr dürftet jetzt auch mal gerne anfangen zu droppen. Wir sind hier ja nicht, weil wir Glitzer-Titanit wollen, sondern aus anderen Gründen. Also ich warte.
Wir haben alle wütend gemacht. Großartig. Egelpastillen, genau danach habe ich gesucht. Egelpastillen und hier Blutungsserum. Genau das, wonach ich suche. Ständig sage ich zu euch, oh, hätte ich nur rote Egelpastillen oder mehr Blutungsserum. Und schon haben wir's. Das ist das Beste. Blutungsserum. Ha! Nicht mit mir. Okay, und nachdem wir uns mit dem Otto ausgesprochen haben, steht jetzt niemand unserer Grinding-Mission im Wege, denke ich. Außer natürlich irgendein Otto denkt sich, den invade ich jetzt. Oh, diesen Heini, den will ich invaden. Dann kann ich euch aber sagen, fickt euch. Stirb. Nein! Blutungsstein, warum droppt ihr den Scheiß bitte? Hier haben wir wenigstens halbwegs Hintergrundmusik jetzt. Hey, ich hör mir irgendwelche mittelalterliche Volksmusik an. Das wird schon gehen, ha? Passt auch zum Thema so ein bisschen. Ein Blutungsstein, oh, ich bin entzückt. Ich bin entzückt. Entzückt bin ich. Oh. Hi. Hallo ihr da. Alles cool bei euch? Ich hoffe. Geh weg. Du auch. So, also ich kann auch sagen, nachdem ich Katana Run in Dark Souls 1 gemacht. Ich merke hier schon, wir haben zumindest deutlich mehr haptisches Feedback. Was halt Rückschlag angeht. Wir hauen unsere Gegner echt auf den Boden und das finde ich gut. Was ich nicht gut finde, ist diese mangelnde Ausbeute. Schämt euch. Mangelnde Ausbeute. Und sonst? Was geht bei euch so? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht's ausgezeichnet. Zumindest momentan noch. Mal sehen, wie es mir geht, nachdem ich hier wieder 5 Jahre gegrindet habe. Oh, es gibt nichts Besseres als 5 Jahre Humanity grinden. Oh, verzeiht Menschenbildnisse. Es tut mir auch leid, dass ich die dauernd so verheize, aber kommt schon. Hä? Kommt schon. Vor allem dadurch, dass man die in Dark Souls 2 auch braucht, um Dingspums, um diesen Fluch, dämlichen Fluchgeschichten abzuwehren. Kein Fan davon.
Nein, jetzt lass doch den Scheiß. Ich will doch einfach nur den Sprungangriff machen, okay? Was ist überhaupt mit euch los? Warum droppt ihr jetzt nur die Scheiße, die keiner haben will? Warum droppt ihr jetzt nur die Scheiße, die eh keinen Arsch haben will? Ich habe eine Frage gestellt, ich erwarte Antworten von euch. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Es läuft ja wahrlich fantastisch. Wie mir scheint, droppt ihr heute nämlich überhaupt nicht. Warte kurz, mein Boy. Au. Danke für den Lebensstein, Bro. Recht herzlichen Dank dafür. Ja, mit dem Zeug, was ich haben will. Los. Ja, damit. Was ist hier los? Ja, was ist hier los? Wer hat meinen Grinding-Spot kaputt gemacht? Raus mit der Sprache. Wer von euch Rabauken war das? Stirb. Estus? Wenn Estus ist besser als Kestus. Erneut nichts. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Weckt mich mal, wenn wir irgendwas Spannendes gefunden haben. Weiß auch nicht. Menschenbildnisse, glaube ich. Mir wurde gesagt, die soll es hier geben. Bin mir aber nicht sicher. Bin mir da aber nicht so ganz sicher. Ich glaube, das ist üble Nachrede. Ist halt echt so, warum finden wir hier nichts? Muss ich das etwa auch noch anziehen und meine komischen Handschuhe, damit ich was kriege? Es ist das, was ihr haben wollt. Könnt ihr bekommen. Habe ich kein Problem mit. Ich kann auch wieder meine Spiegelritterrüstung anziehen, wenn euch das lieber ist. Musst du nur sagen, Spiel. Aber ansonsten haben wir ja nicht mehr allzu viel zu tun. Das
zweite DLC abhaken, das dritte DLC abhaken und wahrscheinlich sterben wir vorher an Langeweile, weil wir keine Menschenbildnisse mehr haben und erneut grinden müssen. Oh, wow! Nach 95 Viechern, die ich töte, das erste. Danke, Spiel! Ich finde, das habe ich mir hart und ehrlich verdient. Jo, Jungs. Jo. Au. Danke für dein Glitzer Titanit, Alter. Man muss sich nur genug aufregen, hä? Nur genug aufregen. Und genug komische Kleriker-Arschis verprügeln. Und genug Kleriker-Ärsche verprügeln. Kleriker. Das wahre Übel. Von Dark Souls. Mäh. Haben wir nicht noch eine coole Peitsche? Und das ist auch cool, dieser Bäm! Bäm! Dieser Rundumangriff, der ist fantastisch. Bäm! Weg. Den wollte ich jetzt nicht unbedingt machen, aber okay. Stirb. Ha. Irgendwo hier liegen 40.000 Seelen. Die hätte ich gerne zurück, aber... Die sind jetzt nicht überlebenswichtig. Nicht, dass es euch was ausmachen würde. Weil ihr habt schon ganz andere Seelen von mir genommen. Ich erinnere mich gut, als wäre es gestern. Vielleicht war es gestern. Das spielt sich auf jeden Fall so an. Als mir 55.000 Seelen einfach geraubt wurden. Wenigstens hat man in Dark Souls die Möglichkeit, das zurückzubekommen. In anderen Spielen hat man ja gar nicht die Möglichkeit. So, also. Er hat eigentlich nicht so lange eingeplant, aber... Okay. Okay. Wenn es denn sein muss. Muss es halt sein. Ich hatte geplant, dass wir so 15 haben. Damit wir so einen Vorrat haben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Irgendwas sagt mir, dass der nächste Boss auch an unserem Menschenbild Vorräten zehren wird. Es ist einfach so ein Gefühl, was ich habe. Hey! Das war der letzte von ihnen. Ich habe eine ganze Spezies ausgerottet. Ich fühle mich
Schrecklich. Ah, bei denen. Kein Wunder. Kein Wunder bei denen. Haben es nicht anders verdient. Ah ja, wenn wir unterwegs sind, sollten wir auch neue Pfeile kaufen. Wenn wir unterwegs sind, sollten wir vielleicht auch neue Pfeile kaufen. Ich glaube, wir können da ein, zwei kaufen. Ich glaube, wir haben da ein, zwei. Wenn ihr mich ganz kurz entschuldigen würdet. So, ich melde mich zurück. Ja. Gleich viel besser. So. Mit der Musik dürfte es jetzt etwas verwirrend sein. Das gebe ich zu. Aber trotzdem. So, dann können wir auch nochmal den Wächterdrachen paar Mal versuchen, hä? Nein? Nein. Okay. Ich verstehe schon. So, nun zu dir. Weg. Yay, mehr Scheiße! Danke, Spiel. Du weißt genau, was ich haben will. Mehr Schwachsinn. Deswegen, ich versuche von diesen Seelen, die wir uns jetzt hier ergrinden, nicht unbedingt Level-Ups zu nehmen. Sondern eher verdammt viele Pfeile kaufen, Waffen upgraden. Solche Sachen halt, ne? Na, wir sind jetzt schon wieder bei 60.000. Mal eben. Ihr droppt halt nicht annähernd. In dem Ausmaße, wie es mir lieb wäre. Klar. Daran ändert der gottverdammte Schild auch nichts. Eigentlich dachte ich, dass es stackt. Vielleicht tut es das aber auch einfach gar nicht. Und ich unterliege einem Irrglauben. Könnte eigentlich... Obwohl, nein, das muss stacken, weil zumindest die Seelen stacken. Zumindest die Seelen stacken, also lässt sich das eigentlich auf alles übertragen. Stirb. Wow, noch ein Blutungsstein. Den habe ich gebraucht. So, du. Kann ich mich an ihn heranpirschen? Nein. Wer hätte das erwartet? Nein! Hör auf! Oh, noch mehr Scheiße. Hätte das erwartet. Deswegen wahrscheinlich wird der Part etwas länger. Und wahrscheinlich werden wir am Ende immer noch nicht alle haben, die ich haben wollte. Aber nein, keine Sorge. Wir werden jetzt nicht 95 Parts einfach nur hier sein und uns durchs Gemüse buttern. Nein, im nächsten Part habe ich schon vor, den Schmelzdämon anzugehen. Ja, unser nächster Boss ist.
Ja, burde, burde. Und ich frag mich sowieso, wofür die ganzen Seelen der Aschebraut brauchten. Das ist doch Käse. Sterbt! Ihr Sackgesichter. Wow. Wow, enges Gebiet voraus, aber Schwäche Dickfans. Wow, ihr seid so lustig. Seid so lustig. Seid so lustig. Selten so gelacht, selten so gelacht. Ja. Danke. Jetzt auch noch das. Danke. Lass mich zu McDuffington. Da können wir nämlich gleich Pfeile mitnehmen. Wenn wir schon mal da sind. Hey. Flame, dear Flame, 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 Flame. Waffenrüstung verstärken. Wir hatten doch Agadanes Rock, ne? Danke. Blumenrock, okay, von mir aus. So, dann lass mich mal gucken. Wenn ich dich mit Agadanes Rock vergleiche, schlechter. Mit dem Blumenrock, schlechter. Okay. Lass mich meinen Standardrock nochmal verbessern, bitte. Ich meine nur, wenn es dir nichts ausmacht. Gottverdammte Scheiße. Wir haben schon wieder keine Titanitbrocken. 944. Oh, her damit. Okay, wir haben 999 Eisenpfeile. 295 von denen. Ich denke, das sollte ein Weilchen vorhalten. Weg. Weg. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind. Das sah eindrucksvoll aus. Das hat wenigstens Punkte auf der Eindrucksvolligkeit. Eindrucksvolligkeit auf der Skala bekommen. Nun zurück in den Schrein von Amana, wo wir immer noch irgendwie an Menschbildnisse kommen wollen. Ja. Wenn das so weitergeht, wir haben 5. 5 ist mir definitiv zu wenig. Sorry, aber nein. 5 ist definitiv zu wenig. Definitiv zu wenig. Stirb! Würdet ihr mir jetzt bitte mein Zeug geben, damit ich hier wieder verschwinden kann?
Au. Das war so klar. Das war so klar, Mister. Deswegen hasse ich's. Ach. Kommt schon. Wie kann es eigentlich sein, dass ihr so beschissen droppt? Da muss auch ein Bug sein. Moment, haben wir noch irgendeine coolere Sache? Ich hätte gern die Stahlrüstung plus 7. Oh, die Stahlrüstung. Der Oberhammer. Der Hammer. Oh wow, ein Blutungsserum. Als ob ich davon nicht schon genug hätte. Oh, warte. Blutungsserum, Blutungsserum. Lass mich mal kurz gucken. Nein, gib mir mehr Blutungsserum. Ich habe davon noch nicht genug. Das steht, um ehrlich zu sein, auf meinem Wunschzettel für den Weihnachtsmann. Blutungsserum und rote Egelpastillen. Zusammen mit einer Wagenladung von euch. Zusammen mit einer Wagenladung von denen. Ach ja. Ich glaube, den Dark Souls 2 Entwicklern ist aufgefallen, dass man in Dark Souls 1 ziemlich leicht irgendwo Sachen grinden konnte. Und ich glaube, sie haben das deswegen entfernt. Was droppst du? Danke für die Rostdorne. Danke. Das hat mir in meiner Sammlung unnützer Gegenstände gefehlt. Rostdorne. Danke. Au. So, würdet ihr jetzt bitte droppen, damit ich hier schnell wieder weg kann. Wie kann das eigentlich nur einen von euch treffen? Wieso ist dein Angriff vor meinem? Dieses ganze Gesterbe macht das Ganze auch noch extrem länger. Mein Gott. Und auch die Tatsache, dass hier alles unter Wasser steht, macht es auch nicht einfacher. Macht es eher noch nerviger. Danke. Stirb. Wieso erwischt das dann nur einen? Ich hasse es! Warum töten die mich mit zwei Schlägen? Warum tötet mich alles mit zwei Schlägen? Damit erstmal wer verraten, warum tötet einen alles in Dark Souls 2 mit zwei Schlägen?
Ich verstehe schon. Das ist der Grund, warum das niemand leiden kann. Got it. Akzeptiert. Das haben wir ja auch noch menschlich machen, weil wir wieder viel zu viel von unserem Lebensbalken verloren haben. Sterb. Danke. Zu freundlich. Was ist mit dem Rest? Wollt ihr nicht droppen? Das ist aber schade. Mich fragt auch niemand, ob ich hier sein will. Ob ich jetzt gerne grinden würde. Ja, wie gefällt euch das? Spackos. Und du mit deiner dämlichen Elebade oder was auch immer du darstellen soll. Hat ja eigentlich schon mal jemand gesagt, dass deine Waffe kacke ist? Hat er das schon mal wer gesagt? Dass sie kacke und unpraktisch ist. Und dass in echt niemand damit rumlaufen würde. Meine Mama sagt auch immer, ja, mein Sohn ist zu irgendeiner Wache gegangen. Aber nein, 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 sprecht ihn nicht auf seine komische Hellebarde an. Sie konnten sich keine richtige leisten und... Und deshalb, ignoriert es einfach. Sagt ihm, sie sieht cool aus. Das ist am besten. Dann packt er sie nämlich wieder weg. Oder sie hat ihn enterbt. Genau deswegen. Weil er keine vernünftige Waffe hat. Ich meine, das geht nicht. Es gehört zu den Dingen, die man in Dark Souls nicht haben darf. Eine komische Waffe. Da wird man direkt von allen komisch angemacht. Zum Beispiel der Typ mit dem Haken. Am Anfang sagt jeder, oh, der hat einen Haken, das ist ja toll. Dann macht er einen fertig und dann ist er respektiert. Sogar gefürchtet. Der Mann mit dem Haken. Aber in Wahrheit, wenn man ihn selber haben würde, man wird nicht weit kommen. Der Haken ist nämlich kacke. Er sieht cool aus, aber er ist kacke. Oh, glatte, seidige Steine. Danke, Spiel. Danke, danke, danke. Hat er sonst nicht genug? Nope, meine, ja. Wir haben jetzt 5. Warum haben wir erst 5? Warum haben wir erst 5 von den Dingern? Ich sag dir. Dort kann dauern. Ich bin König. Ich bin König. Waren das alle? Wir haben schon wieder 25.000 Seelen. Wo haben wir die jetzt wieder her? Ihr gebt ja noch nicht mal Seelen. Okay, 396. Ist nicht nichts, aber... Holy Macaroni. Oder heiliges Hackfleisch, je nachdem. Yeah.
Schlachte. Okay, wir machen jetzt noch 10 Minuten. Mal sehen, was sich in denen noch finden lässt. Wenn wir jetzt auch nichts mehr finden, dann müssen wir nächsten Part doch weitermachen. So leid es mir tut, aber 6 sind halt, es ist halt nicht genug, wenn ich mir den Weg zum nächsten Boss schon wieder angucke. Der einfach absurd lang ist. Gepflastert ist mit Gegnern. Ja. Ah. Das habt ihr wirklich verkackt in Dark Souls 2. Das habt ihr verkackt. Ja, Tatsache, dass man sich ständig menschlich machen muss. Dark Souls 1 war so optional. Okay, halbwegs. Solange ihr nicht summonen, invaden oder Bonfire kindeln wolltet, war es komplett optional. Ja, war es komplett optional und eigentlich nur so der Aspekt für, hey, ich will besser aussehen. Aber ansonsten hatte das nicht so viele positive Aspekte. Und hier, ja, oh, du stirbst dreimal, also ein Drittel deiner Lebensleiste ist weg. Siggi. Aber Logo. Da bin ich erleichtert. Ich bin echt erleichtert, dass es das in Dark Souls 3 nicht mehr gibt. Denn Dark Souls 3 habe ich mal angefangen zu spielen, aber dann auch die Lust verloren. Wie an so vielen. Ist halt nicht Dark Souls 1, ne? Ist halt nicht Dark Souls 1. Vor allem, weil die da Mana eingefügt haben. Was eine gute Entscheidung ist, weil dafür braucht man endlich nicht mehr seine Waffenausdauer für Special-Fähigkeiten, aber trotzdem. Stirb, du Otto. Was war das jetzt? Was war das? Das ist unfair. Wir haben auch viel zu viele Gebiete hier. Das war in Teil 1 besser geregelt. Oh. Ich wollte mich an die andere versetzen. Verzeiht. Verzeiht. Wir müssen. Ich habe einen Drehwurm. Wir müssen in die zerfallenen Ruinen. Sorry. Okay. Und sonst? Batman! Nein? Nein. Okay. Okay! Weg. So, nun zu euch, Spacken. Stirb. 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 Wieder vier, die nichts geben. Oh, danke. Das hat mir gefehlt.
ahnt ja gar nicht, wie sehr mir das gefehlt hat. Gegner töten und sie droppen einfach. Nichts! Gegner. Gegner, die nichts droppen. Hey! Ich wollte eigentlich einen dummen Backstep-Witz machen, aber das hat nicht funktioniert. Das tut mir auch leid. Das ist halt das Problem, wenn ihr so viele Bosskämpfer auf einen Ort packt. Wir haben halt geballt einen Ort, an dem wir ziemlich viel Humanity verbraten und dann brauchen wir sie für Jahre nicht mehr. Brauchen wir für Jahre keine Menschbilder mehr, bis dann die nächsten Bosse anstehen. Das ist jedes Mal nämlich wieder das Gleiche. Okay, 7. 7 ist so ordentlich. Jetzt noch 8. Nee, 8 wäre utopisch. Ich hätte gerne 8 noch, aber da hängen wir dann hier ja noch in 10 Jahren. Ich glaube, wir haben noch Zeit für hier nach einem Durchgang, wenn wir nicht sterben. Und dann war es das auch schon für heute. Aber wenn ihr weiter so macht, dann könnte das echt reichen. Fürs Erste. Außer ich stelle mich wieder dumm an und verliere die Hälfte. Aber beim nächsten Boss ist halt der Punkt... Der Weg ist auch elendig lang. Ich habe da keine Lust. Elendig langer Weg. Juhu. Oh, ich wollte nicht die Special-Sache machen. Yes, Menschenbild. Danke. Stirb! Igelpasteln! Yes! Sagt Mama Bescheid. Ich bringe ihr ihre Igelpasteln. Welche? Die roten. Mama hat ja gesagt, sie will schwarze. Lass dich hier ja nicht mehr blicken. Okay. Ja. Oh hey, Erfolge. Wir haben 999 Pfeile. Die gehen uns in absehbarer Zeit nicht mehr aus. Falls irgendjemand mal ein Best-of machen will und mir wirklich noch die Pfeile ausgehen, schneidet das bitte dahin, okay? Danke. Okay, letzter Durchgang. Alles oder nichts. Oh, das wäre cool. So ein Spiel in Dark Souls 2 integriert, so doppelt oder nichts. Und wenn du es durchs Gebiet schaffst, also hier jetzt nochmal wieder durch zum nächsten Bonfire, kriegst du das Doppelte. Oder du verlierst halt alles. Wäre cool. Genau, so wie Estus oder Kestus. Ja, dafür bräuchte ich noch die Regel für den Kestus. Weil irgendwann wird schon Kestus kommen. Wie ist das dann erst bei Bossen? So, hier genau brauche ich erstmal eine Pause. Und einen Kaffee. Oh, ich brauche Kaffee. Nein! Es frisst zu viel Haltbarkeit. War in Dark Souls 1 auch schon so, die Drachenwaffen. Hatten coole Fähigkeiten, aber das fraß viel zu viel Haltbarkeit.
Das ist ein Fehler, den sie auch hier nicht verbessert haben. In Dark Souls 3 hingegen. Solide verbessert. Obwohl hier Waffenhaltbarkeit längst nicht so ein Ding ist wie in Dark Souls 1. Aber naja. Ich erinnere an den Säuresee. Da war es auch ganz schnell alles hin. Alles, was wir dabei ausgerüstet haben. Ja, der war schlimm. Und wisst ihr, was auch schlimm ist? Der Estus. Das haben sie in Teil 3 gebessert. Oh. Die Playlist ist durchgelaufen. Danke. Nee, mein YouTube hat gerade den Autoplay deaktiviert, deshalb. Easy. Ah! Weg! Ja, das war knapp. Uiuiui. Das war, das war sehr, sehr knapp. Ein bisschen zu knapp, wenn ihr mich fragt. Oh, ein Blutungsstein. Ob ich die wohl jemals benutzen werde? Nö. Außer es taucht wirklich ein Boss auf, der was gegen Blutungen hat. Aber bis jetzt war noch kein Boss, der irgendwie sonderlich blutungsaffin war. Dark Souls 1 waren es ja vor allem die Asyldämonen. Weiß gar nicht, wie das bei Taurus war, aber vor allem Asyldämonen. Quelak hatte eine hohe Resistenz. Bed of Chaos war halt Bed of Chaos, war ein einziger Gimmick-Boss. Ziegendämonen hatte, glaube ich, auch eine hohe Resistenz. Gaping Dragon, Mittel. Ich glaube sogar Taurus niedrig. Ich glaube, Taurus niedrig. Wir können ihn ja auch mit einer Schwarzritterwaffe relativ leicht one-shotten. Indem ihr einen Sprungangriff auf ihn macht und die Waffe 2 in dich führt. Seht ihr, wir haben fast 15. Hat sich am Ende doch gelohnt. Und wir haben wieder 60.000... Wir haben jetzt wieder 60.000 Seelen. Dark Souls 2! Hör auf damit! Kopf an Kopf rennen. Okay, wir reisen nochmal zu... lass mich erstmal zu Straight. Vielleicht hat der noch eine coole Waffe für uns. Hoffe ich. My power is yours. Schmelzer. Schmelzerschwert. Was ist neu? Ist irgendwas neu? Glaube nicht. Aber lass mich das Schmelzerschwert nehmen. Ansonsten. Ansonsten könnte uns nur noch die Ette helfen. Wie hieß er noch?
Ihr wisst schon. Onifex! Mein Gott. Namen. Namen sind wahrscheinlich nicht meine Stärke. So, also. Hier hinunter. Ah, hier leben jetzt auch wieder alle. Na, ist mir eine Ehre. Vor allem bei dir. Verdammter Spast. Sorry, habt ihr nicht gehört? So, lass mich hier runter. Dann nehmen wir hier hinunter und ihn töten. Das dauert jetzt auch schon wieder viel zu lang. Lass mich mal kurz Estus trinken. Direkt 2, bitte. Nimm 2. Was droppt ihr? Parry-Dolch. Als ob wir einen Parry-Dolch brauchten. Ich würde hingegen gerne meinen Langbogen mal bleichen. Wenn es genehm wäre. Oh, ihr droppt rötliches Wasser. Das ist fabelhaft. Fabelhaft. Hast du noch was Cooles für uns? Seele. Rauchschwert. Rauch-Ultra-Großschwert oder das Rauchschwert? Oder? Gib mir das Rauch-Ultra-Großschwert. Danke. Darf ich es verstärken? Oh. Okay. Hat das sonst irgendwas? Das ist cool. Oh. Das eher weniger. Oh hey, wir haben's. Was wir haben, haben wir. Nicht wahr? Okay, das war's für heute in diesem wunderbaren Farm-Part. Bedanke mich sehr fürs Zusehen. Und bis dann und tschüss.